So, hallo, wir machen weiter. Bei Mario 35. Letztes Mal, weiß ich nicht, ist auch egal. Wir haben jedenfalls neue Aufgaben. Wie immer, beendet zwei Level in einem einzigen Kampf, kriegen wir hin, sende im 35-Spielerkampf 30 Mal Gegner mit der Angriffsstrategie wieder. Okay, dann muss ich das erstmal einstellen und besiege 200 Gegner. Ja, okay, alles easy. Die Gegner kriegen wir locker hin. Ich habe mittlerweile verstanden, wie man Level freischaltet. Und zwar, man bekommt neue Level, wenn man alle geschafft hat, die man gespielt hat. Das heißt für mich, ich muss dieses hier jetzt auswählen. Alle anderen habe ich schon mal geschafft. Oder ich habe Glück und kriege ein anderes serviert. Aber wenn das hier, was ich brauche, das, was ich schaffen muss, nicht im Pot sozusagen ist, von den Leveln, die drankommen können, kann ich das nie spielen. So, außer jemand anders wählt es aus. Na, außer ich habe Glück und jemand anders wählt eines dieser Level aus, dann kann es natürlich auch passieren. Aber das heißt, wir müssen jetzt so lange spielen, bis wir 4-3 bekommen oder halt ein anderes Level. Das ist das Ding. Und man kann, wenn man so Level hat wie 2-1, wo hinten diese drei Röhren sind, kann man da manipulieren und einige Level überspringen, die als nächstes gekommen wären. Das habe ich auch noch jetzt verstanden, gelernt. Aber das sind alles Sachen, die erklärt Nintendo nicht. So, das schmeißt einfach das Spiel raus, so hey, hier, have fun. Aber wir erklären dir nicht, wie es geht. Also, wenigste Zeit. Zack. Nein! Jetzt bin ich doch so einer. Ah, ich sollte mich löschen. Ah, ich sollte mich löschen, ey. Jetzt bin ich doch so einer, der am Anfang stirbt. Scheiße. Das war nicht geplant. Das war nicht, was ich wollte. F. Großes F. Let's go. Vorsichtig. So. Okay, also wenigste Zeit. Wir schicken Gegner mit wenigste Zeit los. Und diesmal sind auch schon wieder drei Leute raus. Also, ja, es ist... Es war gerade echt ärgerlich. Naja, so. Oh mein Gott. Ich bin gerade viel zu sehr fixiert darauf, den Leuten... Vor allem, ich habe halt gerade Mario Maker gespielt. Die Physik ist wieder eine ganz andere. Oh Gott, jetzt merke ich das auch wieder. Ei. Ja. Schiebe es einfach darauf. Ich schieb's einfach darauf, dass ich gerade Mario Maker gespielt habe. Oh Gott. Ich kann nichts mehr. Ah, komm her. Nein, okay. So, schicken wir erstmal die ganzen Gegner hier los. Dann sollten wir das mit dem 30-Zeit-Dingern haben. Glaube ich. Keine Ahnung. Oh Mann. 1-3. Es will 4-3, nicht 1-3. Es ist zwar eine 3 hinten, aber nicht die 3, die ich wollte. Okay, der ist raus. Und zack. Ah, ich treffe nicht. Schade. Ja, hier kann ich gerade nicht so viel Zeug losschicken. 1-1 wieder. Ja, Mensch. Okay, jetzt können wir aber schicken. Jetzt geht's hier Party. Zack. Ah ja, so groß war die Party jetzt auch nicht. Oha, ich springe einfach rückwärts. Das ist auch okay. So, einmal für die Zeitbonus. So. Wir wollen ja auch nicht zu schnell hier ausscheiden. Okay. Und hopp. 1-3 wieder. Ah, geh doch heim mit 1-3. Jetzt muss ich warten. Toll. Dafür kriege ich jetzt wieder Bonus. Hopp. Eieieiei. Okay. Langsam komme ich in die Steuerung wieder rein. Das geht dann. Es dauert, hat gar nicht lange gedauert, tatsächlich, interessanterweise. Okay.
Jetzt kann ich euch das demonstrieren mit den Röhren am Ende. Was ich Wow. Was ich gemeint habe. Ach, komm schon. Und zwar. Hinten sind doch drei Röhren. So, und die zeigen an, welche Level als nächstes in der Reihe gekommen werden. Und wenn man die erste Röhre von denen wählt, überspringt man die anderen zwei Level, die es dort anzeigt. So, jetzt, ne? Hier, die, ja, ne, ich könnte jetzt, das nächste, was jetzt kommen würde, wäre 3-1 gewesen, danach wäre 1-1 gekommen und danach wäre 3-2 gekommen. Wir gehen jetzt direkt in 3-2 und überspringen so die anderen. Was nicht heißt, dass jetzt trotzdem wieder 1-1 kommen kann, ne, das ist natürlich auch möglich, weil ja 1-1 ganz oft im, oh mein Gott, im Dings drin ist. Was meinst du? Okay. Mein Stern. Ich denke, jetzt haben wir genug Leuten Zeug geschickt. Jetzt gehen wir auf Konter. Das müsste doch gereicht haben für die Dings. Oh Mist. Okay. 4-3! 4-3 muss ich jetzt schaffen. Ich gehe auf jeden Fall hier nein, ich brauche ein Power-Up. Ich will es auf jeden Fall schaffen. Nice, okay. So, ja, es ist egal. Ich sag nice. So, habt ihr jetzt davon? Ne. Schön vorsichtig hier spielen. Weh, ich schaffe jetzt 4-3 nicht. Das wäre jetzt der Obergau. Okay. Okay. Nice. Yes. Okay, damit haben wir 4-4 freigeschaltet. Das ist schon mal super. Perfekt, damit ist die Runde schon mal sinnvoll. Und wir haben auf jeden Fall ein Level mehr. Und können jetzt dann 4-4 auswählen und hoffen, dass irgendwann 4-4 drankommt. Aber wir können natürlich noch weiter spielen. Natürlich spielen wir weiter. Und hoffen, dass jemand anders noch uns ein Level schickt. Dass jemand anders noch ein Level in den Pool reingeschmissen hat, was wir noch nicht haben. Das kann natürlich auch passieren. Sowas wäre dann auch cool. Schön viel Zeit holen. Jawohl. Prima. Und wir sind wieder in 1-1. Okay, aber jetzt ist es okay. Pflanzen kriegen die anderen auch noch geschickt, irgendwie. Ja, vielleicht auch nicht. Dann halt nicht. So. Und ab dafür. Ah, ich... Go, 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 go. Okay, jetzt geht's los. Jetzt kommt der Spaß. 6-1! Let's go! 6-1 schaffen wir. Komm schon. 6-1. Let's go hier. Das war nicht, was ich wollte. Ah. Nein! Okay, wir setzen Dings ein. Okay, gut, 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 gut. Nein, nicht gut. Nicht gut. Ich muss es jetzt halt schaffen. Es reicht jetzt nicht, hier zu überleben. Ich muss das Level schaffen. Das ist mir gerade wichtiger, als das hier zu gewinnen. Yes! Zwei Level mehr. Zwei Level mehr. Nice. Sehr, sehr gut. Wie vor, ich habe alles falsch verstanden und wir bekommen gleich gar kein Level dazu.
Kann natürlich passieren, wir werden sehen. Oh, Junge! Hier ist wieder die Lakitu-Party. Okay, Bowser joins the party auch. 2-1. Schnell den Pilz holen, weil jetzt kommen gleich die Lakitus. Jetzt kommen gleich alle Lakitus wieder. Oh, Junge. Ich brauche ganz schnell eine Blume. Die kriege ich hier. Ich kriege hier eine Blume. Wo ist denn die gewesen? Da ist meine Blume. Okay. Okay, let's go. Da ist mein Stern gleich drin. Ah, ich hasse dieses Ende, ne? Also ich hasse dieses Ende so abgrundtief. Okay. 3-2. Da ist wieder ein Lakitu. Oh je. Einer ist gut. Da sind ein paar mehr. Und da ist meine Blume. Nein! Da war meine Blume. Da ist meine Blume. Nein! Da war meine Blume. Nee, das will ich nicht. Das ist zwar auch gut, aber... Oh nein, ich habe keinen... Oh Gott, das war's. Hier komme ich nicht mehr raus. Da ist nichts drin, ne? Oh je. Nein, das war die falsche Richtung. In die Richtung, in die Richtung. Das muss alles weg hier. Das muss alles weg hier. Jo. Okay, gut, dass der zurückkommt. Ah, schade. Okay. Aber ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Gute Runde. Gute Runde. Puh. So, haben wir alle Missionen erfüllt damit? Yes. Optimal. Optimalst. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal, ob das passt, dass wir jetzt die Level bekommen haben. Wir müssten jetzt... Ja, genau. Ne? 4-4 und 6-1 bekommen haben. Das heißt, ich wähle jetzt 4-4 aus. Hoffe, dass ich 4-4 bekomme. 6-1 haben wir ja schon geschafft. Das heißt, das muss ich nicht auswählen, sondern ich wähle natürlich das Level aus, was wir noch nie geschafft haben. Und hoffe, dass das irgendwann drankommt. Okay. Endlich wissen wir, wie man Level freischaltet. Oh Mann. Warum kann es nicht so eine Erklärung? Ja. Wie auch immer. Außerdem hat Chosen irgendwas geschrieben. Man kann hier, wenn man am Ende, am Anfang ganz oft durch die Gegend geht, irgendwie, dass man da das System verwirren kann und dann irgendwie ganz vielen Leuten plötzlich Sachen schickt. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Na, gut. Das habe ich richtig gut gemacht. Ich verwirre mich einfach selbst. Das ist okay. Ich verwirre mich einfach selbst. Das ist in Ordnung. Probier's einfach mal aus, warum nicht? Klingt auch gar nicht nervig oder so. Na, egal. Spielen wir vernünftig. Sehr schön. Nicht so schön. Aber die kriegen wir gleich wieder. Ah, Mist. So, so. Sehr gut. Nicht so gut. Nicht so gut. War hier eigentlich auch was? Oder waren hier nur Münzen? Okay, waren nur Münzen. Die Frage, will ich direkt ein Power-Up einsetzen oder lasse ich es drauf ankommen und gucken, wo wir landen. Wir gucken, wo wir landen. Okay, easy.
1, 3, 1, 1. Jetzt wähle ich wieder 1, 2 aus, damit wir gleich wieder... Dann da hinten. Oha. Ja, hi! Es hat nicht funktioniert. Jetzt muss ich. Sonst sind wir raus, wenn ich Pech habe. Toll. So komme ich jetzt aber nicht hier ran. Na gut, wir sind die Runde einfach durchgesprungen. Okay, dann gehen wir lieber 1-1. Dann weiß ich aber, dass ich nach 1-1 auf jeden Fall 2-1 bekomme. Das weiß ich jetzt schon. Zumindest, wenn ich es verstanden habe. Wir können es ja kontrollieren jetzt, ob ich 2-1 bekomme. Ich müsste jetzt 2-1 bekommen, wenn ich alles richtig verstanden habe. Dann müsste ich jetzt 2-1 bekommen. Ist die genau unter dem Block? Nee. Da wäre der Block. Ja, okay. Gut. Dann holen wir uns jetzt die Blume wieder da drüben, nachdem wir den Stern uns... So, dann holen wir uns erstmal den Pilz. Oh Mann. Oh ja, aber das ist auch ganz gut, jetzt alles wegzünden. Geht klar. So. Zack, 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 zack. Au, da habe ich nicht. Oh, wait. Kein Risiko eingehen. Na toll. Das Power ist das Nutzloste, was man bekommen kann. Es ist zwar cool für den Moment, aber es ist halt nichts Langfristiges. So, aber jetzt kriege ich gleich wieder, wenn ich jetzt nicht totalen Quatsch mache, kriege ich gleich meine Blume. Und ich mache keinen Quatsch. Okay. Sehr gut. Und im Anschluss kriege ich gleich den Stern. Ich mache leider danach Quatsch. Das ist auch in Ordnung. Oh mein Gott, ich krieg den Stern nicht. No. Ich komme nicht mehr ran. Oh mein Gott. Habe ich nicht getan. Ich weiß nicht, warum ich jetzt nicht was eingesetzt habe, aber scheinbar wollte ich nichts einsetzen. Na gut. Na gut. So, wir wählen wieder 4-4 und hoffen, dass wir 4-4 bekommen. Ich weiß auch nicht, was ich da tue. So, okay. Letzte Runde für den Part, würde ich sagen. Zack. Oder auch nicht. Hop und hop. So. Oh, das war riskant, aber es ist gut gegangen. Yo! Yo! Was war das? Da hat's einen nach dem anderen. Yo! Yo! Was ist los? Okay. Was ist passiert? Wie kann es denn. Also, wie kann es denn sein, dass so viele hintereinander praktisch an der gleichen Stelle sich verabschieden? Wow! Das ist verrückt. Was ist da passiert? Alles klar. Wow, das war, da wäre jetzt fast mit ausgestiegen. Eieieiei. Da wäre ich jetzt auch fast mit. Ich mache schon wieder riskanten Mist hier. Zack. Yo, 4-4. 4-4, let's go. Ich wollte das andere drücken. Okay, besser als nix. Nein! Oh, ich kann nichts einsetzen. Ich kann nichts einsetzen. Ich brauche Münzen. Ich muss 4-4 schaffen. Wait, hier ist ein Dings, oder? Hier ist ein Dings. Nee? Nee, hier ist nichts. Oh nee.
Oh Gott! Oh Gott! Nein! Das ist das Level, wo man die richtige Reihenfolge braucht. Wait, habe ich es jetzt doch... Nein, okay, ich habe es nicht... Nein! Scheiße. Okay, noch eine Runde. Ah, da kriegen wir 4-4 und ich versau's. Ach, komm schon. Ey, das darf nicht wahr sein. Dann kriegen wir 4-4 und ich versau's. Aber ich muss in 4-4 erstmal die Reihenfolge lernen, verdammt. Also obenrum, das erste war scheinbar richtig. Erst obenrum, dann Mitte war auf jeden Fall falsch. Mitte war auf jeden Fall falsch. Also das zweite dann. Oh je. Weiß es doch nicht mehr. Was ist denn los? Ich meine, ich bin vorhin auch schnell ausgestiegen. Ich weiß, es passiert halt. Aber dass es so vielen hintereinander passiert, ist halt crazy. Also wirklich crazy in meinen Augen. Ich weiß nicht. Aber wir haben nicht mehr das Glück jetzt, dass wir direkt wieder 4-4 bekommen. Das glaube ich nicht. Das ist... Ich meine, ja, es ist halt Glück. Es ist halt Glück. Genau das ist es. Es ist Glück. Jo. Aber ist alles okay? Wir kriegen die Blume gleich wieder. Alles in bester Ordnung. Und wenn ich jetzt keinen Quatsch mache, bekommen wir auch den Stern wieder. Darf du den Block hier nicht zerstören. Das war halt dumm vorhin. So, go, go, go. Einfach schnell das Level hier durchspielen. Gut spiele ich das Level schnell durch. Einfach erstmal hängen bleiben. Jetzt kommt wieder das dumme Ende gleich. Na! Okay, wir holen uns die Blume hier. Oh, ich hatte jetzt Bedenken. Ja, ist okay, ist nicht schlimm. Ich krieg die Blume, ja. So, und jetzt hier das dumme Ende wieder. Okay. Dummes Ende haben wir diesmal ausgetrickst. Let's go. Das ist nicht 4-4. No! Alles gut, ich hab ja wieder... Hab ja schon wieder eine Blume. Was reg ich mich denn auf? So, Pflanze weg. Pflanze weg. Habe ich gesagt. Okay, cool. Geld her. Nicht so cool. Keine coole Aktion. Keine coole Aktion. Lass mich in Ruhe. Okay. Erstmal Stern und ab dafür. So, gib mir 4-4. 4-4, let's go! Das ist zwar eine 4, aber nicht die, die ich wollte. Oh, jetzt kommt halt Bowser auf jeden Fall in die Runde mit rein, weil ich muss das Level ja beenden. Selbst wenn ich Bowser nicht mit der Feuerblume erledige, kommt Bowser auf jeden Fall in die Runde mit rein. Puh, okay. Jetzt will ich das eigentlich gar nicht, weil dadurch gehen die Runden schneller zu Ende. Und ich will ja... Aua! Und ich will ja... Hilfe! Okay. Und ich will ja... mehr Runden spielen können. Aha. Dann habe ich eigentlich das Ding da oben schon wieder angestellt. Dass es gerade auf Münzen war. Gib mir Münzen. Nein! Nein! Erstmal Pilz holen.
Blick. Jo, da ist mein Bowser und jetzt schicke ich den schon wieder irgendwo hin. 4-4. Okay. Nee, ich drück mal die falsche Taste. Nee, das ist nicht, was ich will. Ich will ein Power-Up. Gib mir ein Power-Up. Oh, das war knapp. Gib mir noch ein Power-Up. Okay. Ich brauche noch eins. Ich brauche eine Blume. Ich komme hier nicht durch. Ah, ich meine, jetzt komme ich erstmal durch. Ist okay. So, wir wissen... obenrum... nee, wir wissen, Mitte ist Mist. Wir gehen obenrum. Obenrum ist auch Mist. Also muss es untenrum sein. Okay. Power up. Okay. Aber ich muss lernen, wo hier Power-Ups sind. Es ist gerade echt Mist. Renn! Oh, nice. Wir schaffen das Level. Yes! Wir haben 4-4. Puh! Okay. Jetzt könnte ich nur noch ein anderes Level bekommen, indem mir jemand ein anderes Level praktisch, ne, indem von jemand anderem ein anderes Level. Ja, ist egal. Wir haben 4-4. Ich bin zufrieden. Wir haben 4-4. Uiuiuiuiui. Und damit haben wir jetzt 5-1 freigeschaltet. Na, und das müssen wir als nächstes dann 5-1 frei auswählen, wenn wir wieder spielen. Okay, kapiert. Kapiert. Was sagt mein Münzenrang? B. Okay, ist aber auch egal. Was bringt der? Nichts. Der bringt einfach legit nichts. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Auch die Münzen, die man hier sammelt, bringen legit einfach überhaupt erstmal rein gar nichts. Naja. Wie auch immer, danke fürs Zuschauen und tschüss.